Hallo und herzlich willkommen hier zum Kachelmann-Wetter auf unserem Wetterkanal mit einer kleinen Unwettervorwarnung für den Süden Deutschlands. Denn da bilden sich heute im Tagesverlauf, besonders in den Nachmittag- und Abendstunden, teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Es zieht eine Kaltfront von Nordwesten rein. Die läuft auf diese wärmere Luft im Südosten Deutschlands auf. Da sind durchaus 22, 24 Grad heute, vielleicht auch 25 Grad noch drin. Und mit dieser Kaltfront bilden sich dann eben die kräftigen Schauer und Gewitter. Sie sehen es auf der Karte, das werden die Gebiete sein, etwa vom Erzgebirgsrand dann über den Bayerischen Wald, über Niederbayern hinweg bis zum Alpenrand hin. Und dann ist auch noch ein Gebiet rot eingefärbt, unmittelbar am Alpenrand. Da sind punktuell gegen Abend hin kräftige Gewitter möglich mit Unwetterpotenzial. Da kann es stellenweise einen Hagel geben, da kann es Platzregen geben mit Überschwemmung. Da kann es auch eben Sturmböen geben und auch eine geringe Tornadogefahr ist vorhanden. Also ist nicht ganz auszuschließen, dass es da irgendwo aus einer kräftigen Gewitterzelle mal einen Tornado geben kann. Im Laufe des späteren Abends in der Nacht dann erreichen die Schauer und Gewitter abgeschwächt auch den äußersten Südosten Bayerns. Dahinter wird es dann ruhiger sein, aber es wird dicht bewölkt sein. Es gibt danach noch am Alpenrand länger andauernde und teilweise kräftigen Regen mit durchaus 20 bis 40 Litern Regen pro Quadratmeter. Also es geht ordentlich zur Sache im Süden, Südosten Deutschlands am heutigen Nachmittag und Abend. Wir halten Sie natürlich auf dem Kanal, hier bei uns auf dem Laufenden, ebenso bei Twitter und bei Facebook. Alles Gute, Glück auf aus Bochum.